Liebe Freunde vor dem Bildschirm, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, auch im Namen von leimenlokal.de. Bundestagswahl 2013. Sind Sie dabei? Ich gehe auf jeden Fall zu wählen. Da sind 34 Parteien auf der Liste, die von mir, von uns verlangen, dass wir sie wählen sollen, dürfen. Gehen Sie zur Wahl? Über 20% der Deutschen gehen doch nicht zu wählen. Sie finden vielleicht keinen Sinn in der Wahl der Bundesrepublik. Aber ich gehe auf jeden Fall zu wählen. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die jede Partei wichtig stellt. Ökologie, Gerechtigkeit, Freiheit, ja, alles Mögliche. Aber eines ist ganz wichtig, wenn wir zu wählen gehen, geht es auch um das Geld. Wenn wir in den Parteiprogrammen der verschiedenen Parteien schauen, geht es um das Geld. Euro, Mindestlohn, Betreuungsgeld und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Partei drückt eigene Programme so aus, dass man vielleicht mit dem Geld spielen sollte. In dem Sinne, dass Menschen mehr Geld haben sollten. Kann eine Nation nur von dem Geld leben? Das Geld ist doch ganz wichtig, nicht wahr? Ohne das Geld können wir nicht leben. Vor allem in unserem Land. Es gibt Länder, auch in der heutigen Zeit, wo man das Geld überhaupt nicht braucht. Man lebt eigentlich einfach so. Aber in einem reichen Land wie unseres, da können wir ohne Geld nicht leben. Da hat einer gut gesagt, das Geld macht mich unabhängig. Das heißt, mit dem Geld bin ich nicht mehr abhängig. Das ist richtig. Aber das Geld macht mich nicht frei. Umgekehrt. Das Geld machte mich wahrscheinlich unfrei. Wenn ich 20 Euro habe, kann diese 20 Euro mir helfen. Aber wenn ich 20 Millionen habe, dann muss ich aufpassen, dass das Geld doch bleibt. Also, das Geld machte mich doch sklavisch. Und darum geht es am heutigen Evangelium an diesem Sonntag, wo es auch um die Wahl geht, liebe Freundinnen und Freunde, ja, man kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon, nämlich Geld. Da sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und Geld. Also, wenn du das Leben haben willst, wenn du frei werden möchtest, wenn du wirklich ja, Kraft haben möchtest, wenn du viel Freude haben möchtest, ohne Grenzen, dann ist vielleicht das Geld nicht an der ersten Stelle zu stehen, sondern Gott. Wenn unsere Parteien in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, ihr Programm stellen, dann sollten wir als Bürgerinnen und Bürger dieser Parteien fragen, ob das Geld an der ersten Stelle steht oder Gott. Unser Land braucht mehr Gott und vielleicht weniger Reichtum. Unsere Welt braucht mehr Liebe und weniger Geld. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gott hat uns seinen Sohn gesandt und die Bibel beschreibt als Lösegeld für viele. Also Gott hat selber bezahlt. Nicht mit dem Geld, sondern mit dem Leben seines einzigen Sohnes, Jesus Christus. Und das ist die Theologie der Christen. Also, wir Christen leben von Gott, durch Gott und in Gott. Wenn Sie an diesem Sonntag wählen gehen, fragen Sie sich selber, welche Partei hat Gott vor sich? Wir brauchen Gott
und er wird uns langes Leben schenken. Einen schönen Sonntag für Sie.